Hallo und willkommen zu einem neuen New World Guide. Diesmal für den Beruf Juwelenschleifen, ein kleiner Einsteiger-Guide. Wenn ihr den Beruf noch nicht selber für euch entdeckt habt oder ja, ihn einfach nicht gefunden habt, dann ist der Guide genau der richtige für euch. Juwelenschleifen kennt man vielleicht von anderen Spielen, ne? Das sind diese Steinchen, die aus irgendwelchen Erzadern in der Regel droppen oder die man aus anderen Spielen aus Erzen oder so bekommt und man in Ausrüstung zum Beispiel reinsetzen kann. Außerdem kann Juwelenschleifen natürlich auch verschiedene Schmuckstücke herstellen, Ohrringe, Ringe und auch Amulette. Und genauso ist es natürlich auch hier in New World. Hier gibt es auch eine kleine Besonderheit, deswegen ist der Beruf selber nicht so einfach direkt zu finden. Aber fangen wir erstmal an, woher bekommen wir eigentlich diese Edelsteine? Die Edelsteine kommen im Spiel als, ich sag mal, seltener Drop in verschiedenen Erzvorkommen vor. Umso höher das Erzvorkommen von, ja, vom Skill-Level, also ne, Silbererz, also Edelmetalle oder hinterher auch die höheren Vorkommen wie Sterneisen und so weiter und so fort. Dort gibt es dann auch größere Edelsteine, aber ansonsten spielt das Glück von eurem Bergbau eine große Rolle. Um am besten viele Edelsteine zu bekommen, solltet ihr auf euer Werkzeug Bergbauglück drauf haben. Des Weiteren könnt ihr Buffwood konsumieren. Ich habe jetzt erstmal das schon leicht erweiterte. Also das ist hier eine Tier 2 Buffwood sozusagen in Kräutern geröstete Kartoffeln. Das habe ich mal gekocht. Kann man bei Kochkunst erlernen. Dafür gibt es auch demnächst nochmal einen separaten Guide. Oder ihr kauft das halt im Markt. Aber in der Regel sind genau diese Fertigkeits-Buffwoods unheimlich teuer. Dadurch steigt das Glückslevel sozusagen. Und ihr habt eine höhere Chance, dass ihr Sachen vorkommt. So, ich habe hier mal mein Inventar offen. Das war von der letzten Farmrunde. Ich habe Silbererz, wie man hier sieht, gefarmt. 1300 Stück. Denn das brauchen wir nämlich für Juwelenschleifen unter anderem auch. Dann habe ich noch so ein bisschen Eisen mitgenommen und noch ein bisschen Gold und ein bisschen Sternmetallerz. So, und bin die ganze Zeit mit der Spitzhacke hier rumgelaufen, also die auch das Glück drauf hat. Leider gerade wegen Anzeigefehler steht da 0%, aber da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf. Es wird wohl auch angerechnet. Und hier oben unter Juwelenschleiferei, die Steinchen habe ich alle jetzt allein durch das letzte Sammeln eben bekommen von Erzvorkommen. Ne, die waren alle dabei. Das ist nichts, was ich im Lager habe. Das habe ich durch einen Vorgang, bis das Inventar voll ist, einmal bekommen. Ihr habt bestimmt auch schon ein paar Edelsteinchen bekommen und habt sie vielleicht einfach ins Lager geworfen und wusstet noch nicht, was ihr damit anfangen solltet oder wollt euch einfach später beschäftigen. Das kleine Verwirrende hier im Spiel bei New World ist, dass das Juwelenschleifen zwar Juwelenschleifen heißt, das Schleifen der Juwelen, aber nicht dazugehört zum Juwelenschleifen. Nein, das ist nämlich Steinmetzkunst. Also müssen wir auch an unsere Steinmetzwerkstatt oder an Steinmetztisch, hier in dem Fall schon einen Rang 4er Tisch, und dort sehen wir beschädigte Edelsteine. Beschädigte sind halt die kleinsten Edelsteine, die es gibt. Und ja, die können wir jetzt hier einfach schleifen. Da brauchen wir einen beschädigten Malachit zum Beispiel. Die heißen alle unterschiedlich, haben aber dann den gleichen Effekt, wenn man sie schleifen würde. Also würde man den Malachit schleifen, egal ob es jetzt ein nicht beschädigter ist, sondern die größere Variante, die dann schon grün wird. Hier, wo haben wir den Malachit? Die sind leider nicht immer gleich hier. Ein geschliffener Malachit wäre dann der nächste in grün. Die haben in dem Fall zwei Komponenten, Grausam 2 und Geisterschutz in dem Fall. Ich zeige es nochmal eben für den günstigen. Ne, bei Grausam 1 6% Schaden an Zielen mit aktiven Gruppenkontrolle. Ne, Statuseffekt Verlangsamung, Betäubung, Verwurzelung. Kann man zum Beispiel schön als kleinen Damage-Buff nehmen, wenn man halt die Gegner zum Beispiel slow, zum Beispiel mit den Frosthandschuhen. Dann sind die super in der Waffe. Ne, und dann fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, warum haben sie zwei Werte? Der obere Wert ist immer für die Waffe. Und das, was nach oder kommt, also der zweite Wert, ist sozusagen der Defensivgegenstand für die Rüstung. In dem Fall wäre das Geisterschutz 1, 0,75% Absorption von Elementarschaden und 0,25% Absorption von physischen Schaden. Wie gesagt, diesen Stein gibt es dann auch in höheren Qualitäten sozusagen. Also das ist jetzt, glaube ich, T-Rang 2. Geht dann bis T-Rang 5, müsste der hochgehen. Ich kann auch mal hier runter scrollen. Dann müssen wir ihn eigentlich hier auch wiederfinden, als, ich sag mal, als epische Form. Da ist er. So, und wenn wir uns da mal angucken, da haben wir 12% mehr Schaden zum Beispiel drauf, also doppelt so viel wie bei einem kleinen. Genauso mit Absorption geht das Ganze auch hoch. Nun, zum einen können wir jetzt einfach das hochschleifen. Das Problem ist aber, was ich schon gesagt habe, das Ganze zählt zur Steinmetzkunst. Also wir kriegen jetzt 129 Punkte jetzt für die Steinmetzkunst hinzu, wenn ich ihn hier einmal schleifen würde. Was wir beim Schleifen auch noch brauchen, sind diese Partikel. Also die, ich nenne sie mal Elementarpartikel. Die gibt es in verschiedenen Elementarsorten und die passen auch immer ja, zu den verschiedenen Steinen. Also
zum Beispiel zu den, der Karneol, der braucht zum Beispiel Feuerpartikel. Der Malachit, den wir hatten, braucht Seelenpartikel. Das bleibt auch bei den höheren Steinen so, nur dass wir dann hier Seelenhauch, ja, der Stufe 3 sozusagen brauchen. Die Partikel bekommen wir aus verschiedenen Quellen, auch beim Farmen. Können halt eben so, ich sag mal, animierte Pflanzen, nenne ich sie mal, sein. Da sind dann immer Elementarpartikel drin. Genauso wie in speziellen Bergvorkommen. Da können dann eben auch verschiedene drin sein. Und die einfach sammeln. Ja, und dann habt ihr hinterher genug. Wenn ihr eure Arcana-Fähigkeit auf 25 mindestens habt, dann könnt ihr eben auch diese Luftpartikel, immer 5 Stück oder Seelenpartikel, je nachdem, könnt ihr eben zu einem Seelenhauch, also zur nächst höheren Stufe, bauen. Und das Ganze geht beliebig weiter hoch, braucht natürlich entsprechend hohen Skill in Arcanern und der Tisch muss natürlich stimmen. Also das Arcanum-Archiv müsste hier Rang 3 sein. Ist leider in der Stadt gerade irgendwie gedowngraded worden, das heißt, ich kann hier gerade die nicht aufwerten, aber so könnt ihr es eben auch bekommen, kann aber auch selber als Drop in den Ressourcen drin sein. Ja, am Anfang könnt ihr die beliebig eigentlich hier craften, solange ihr die Materialien habt, könnt ihr immer hier auf Maximum einfach herstellen. Denn für die Juwelen, fürs Juwelenschleifen selber, also für die Schmuckstücke, brauchen wir die nämlich in geschliffener Form. Da bringen uns die Rohlinge nichts. Die müssen wohl einmal geschliffen sein. Nur später ab Skill 50 könnt ihr bei der Steinmetzkunst auch größere herstellen. Ne? Da bräuchtet ihr 3 von einer Sorte, zum Beispiel hier beschädigte Amethysts. Braucht noch einmal den Seelenhauch, also das höhere Element sozusagen. Und dann braucht ihr ein Lösungsmittel. Und dann könnt ihr ja einen höheren eben herstellen. So bekommt ihr zum einen stärkere Sockelsteine oder eben auch bessere Rohmaterialien hinterher für größere Amulette. Habt ihr nun diese Steinchen geschliffen, könnt ihr sie natürlich in eure Rüstung oder euren Waffen einsetzen, wenn ihr wollt. Dafür muss man nur eins beachten, sollte man Edelstein einsetzen wollen, zum Beispiel jetzt hier in der Waffe, wo schon Edelstein drin ist, dann würde der alte Stein würde dann zerstört werden und einfach vom neuen überschrieben. Ich nehme in dem Fall einfach mal zum Zeigen einen geschliffenen Malachit und ziehe einfach meine Handschuhe rein. Besteht ihr auch mal, ja, und zack, ist er schon drinne. Und wir haben da unseren Geisterschutz 1 dann eben drauf. In meiner, ich sag mal, Primärwaffe, in meinem Speer, habe ich zum Beispiel einen geschliffenen Beschädigen und nix drin. Das ermöglicht mir den Effekt Dreistheit. Das heißt, ich kann 15% mehr Schaden machen, wenn das Ziel gerade volle Gesundheit hat. Ich möchte natürlich jetzt nicht hier auf alle Edelsteine einmal eingehen, das könnt ihr selber schauen. Nur eine Kleinigkeit, weil ich die besonders wichtig finde, ein Karneol. Ein Karneol ist ein Stein, der eigentlich aus, ja, einer, es gibt ja keine richtigen Klassen in New World, aber wir können daraus einen Tank machen. Sobald dieser Stein in der Waffe drin ist, verursachen wir, oder verursacht der Charakter, der es drin hat, 100% mehr Bedrohung in der einfachen Sorte. Ich glaube, der höchste Karneol, der macht sogar 300% mehr Bedrohung. Also, ne, weniger Schläge drauf und zack, der Mob hat den Charakter lieb und man kann halt damit tanken. Andererseits ist es, wenn man in die Rüstung reintut, in der Rüstung verursacht man weniger Bedrohung. Ist also eine Agro-Reduzierung zum Beispiel vielleicht für Heiler, habe ich jetzt noch nicht so getestet, aber dafür ist er da. Er hat aber noch eine weitere Besonderheit bei bestimmten Waffen, zum Beispiel bei Schwert und Schild. Wenn ihr da mal bei den Skills reinschaut, manche Skills, nicht nur bei Schwert und Schild, sondern ich glaube auch bei der Zweihandachse ist es so und auch beim Beil ist es so. Dann steht noch unter dem Skill Provokations-Edelstein-kompatibel. Hast du einen Karneol-Edelstein in einem Schwert ausgerüstet, provoziert die Fähigkeit bei einem Treffer für 6 Sekunden. Ja, den entsprechenden Mob. Provokation führt dazu, dass Monster nur dich angreifen. Also eine Art Spott hat man dann dadurch freigeschaltet. Also man hat eine zusätzliche Funktion mit der Fähigkeit, allein durch diesen Edelstein, deswegen Juwelenschleifen, ist nicht unwichtig im Spiel, sondern verdammt wichtig, vor allem wenn es ans Tanken geht. Ich glaube, wir haben alle schon in der ersten Instanz Probleme damit gehabt, weil ja, die Tanks das nicht wussten, dass man so ein Steinchen vielleicht in der Waffe drin haben sollte. Kommen wir nun zum eigentlichen Beruf des Juwelenschleifens und zwar, ja, wie stellt man denn generell jetzt Schmuck her? Wir haben ja dafür keine extra Werkbank. Wir müssen halt zur Kleidermacherei, ne, in dem Fall eine Rang 4 ist es, hier natürlich auch schon bei den Rang 2ern los. Und zwar, ich nenne es auch Rüstungswerkstatt, da wo wir mittlere und kleine Rüstung, leichte Rüstung herstellen können. Das ist genau die richtige, weil wenn man da mal weiter runter scrollt und noch ein bisschen weiter scrollt, kommen irgendwann Taschen und da sieht man schon Amulette. Ne, und da ist halt dieses Juwelenschleifen-Symbol dran, so ein Ring. Ne, weil ich kann es hier nochmal erläutern. Ich habe es ja schon mal in so einer Art Grundkurs für die Berufe gesagt.
die ganzen Werkstätte sind nicht unbedingt auf den Beruf fixiert, sondern wie man es auch bei anderen Werkstätten sehen kann, das wird teilweise ein bisschen gemischt. Da sieht man meistens immer auch oben an den Fähigkeiten. Hier steht nämlich oben Juwelenschleiferfähigkeit und Rüstungsschmiedsfähigkeit, weil genau diese beiden Fähigkeiten können wir hier an dieser Werkbank ausüben. Wenn wir hier zum Beispiel Halsketten herstellen wollen und mal einmal draufklicken, sehen wir schon, wir brauchen verschiedene Sachen. Wir brauchen einmal die geschliffenen entsprechenden Edelsteine. Da gibt es auch so viele Halsketten sozusagen, wie es auch Edelsteine gibt. Und dazu brauchen wir eine Kette, eine Fassung und generell nochmal Edelmetall. Ich sage bewusst jetzt Edelmetall und Kette und Fassung, weil die gibt es in verschiedenen Versionen. Ich kann auch mal hier den Haken oben rausmachen, dann sehen wir, was alles möglich ist. Ne? Mit Silber fängt es an, geht weiter zu Gold, zu Platin, zu Orichalcum und am Ende zu Asmodeum sogar. Ne? Denn umso höher sozusagen der Grundrohstoff ist, den man reinpackt, umso höher ist hinterher das Produkt, was rauskommt. Das ist halt das Crafting-System von New World. Man muss aber dabei aufpassen, hier unten werden immer die Skillpunkte angezeigt, die man bekommen würde. Die erhöhen sich nicht. Also auch wenn wir jetzt hier hohe Ressourcen nehmen würden, die Punkte werden gleich bleiben. Das heißt, wir werden natürlich auch jetzt hier nicht mit Gold anfangen. Ich glaube, das kann man auch eher erst ab Skill 50 machen, sondern wir werden mit Silber anfangen. Wo kriegen wir diese Grundteile her? Wir scrollen einfach weiter runter und irgendwann kommen Schmuckkomponenten. Und hier haben wir Silberkette, Haken, in dem Fall Silber aus Silber, Silberband und Fassungen. Und die müssen wir erstmal herstellen. Gibt auch gute Skillpunkte, 15. Ich glaube, alles gibt 15, genau. Ja, die Fassung gibt nur 12 Punkte. Kostet Silberbar, das heißt, wir müssen einmal Silber farmen. Das Schöne ist natürlich, wenn wir Silber farmen, kriegen wir auch gleichzeitig Edelsteine dabei. Und hier würde ich euch nochmal die interaktive Map ans Herz legen. Ich werde den Link unten wieder in die Videobeschreibung reinpacken. Und zwar könnt ihr hier einfach unter Erze Silbererzadern einblenden lassen. Dann könnt ihr so ein bisschen gucken, wo sie geballt vorkommen. Ich habe zum Beispiel vorhin ziemlich viel Glück gehabt. Ich habe ja meine Heimat in Immerfall, da ist auch mein Haus. Und ich bin einfach hier nach Nordosten gegangen. Hier ist eine kleine Wolfshöhle. Und da bin ich ein bisschen rumgelaufen. Wenn nicht so viel los ist, obwohl es war ein bisschen was los, aber die wollten, glaube ich, alle kein Silber haben, kann man da richtig gute Silber farmen. Ich glaube, ich bin 2 Runden gelaufen, hatte danach 2000 Silber und mein Inventar war eigentlich voll und konnte zur Stadt zurück. Sollte es hier ein bisschen viel los sein, könnt ihr natürlich auch andere Punkte suchen. Hier war noch mehr los, hier habe ich nichts gefunden. Hier oben in diesem, ja, über eine Fort immer voll sozusagen. Ich bin, was ich noch ausprobiert habe, war im Webermoor. Hier auf dem ganzen Komplex, auch bei Fort Webermoor. Da war ich auch noch ziemlich, ja, glücklich mit den Sachen, die es da gab. Da war gar nichts los. Konnte ich auch einmal rumgehen, hatte ich, glaube ich, auch 1500 Silber bekommen hinterher. Hier könnt ihr euch auch einfach selber Routen, sag mal, zusammenbauen oder selber mal ausprobieren, was so geht. Hier will ich keine direkte Empfehlung setzen, denn man kann es natürlich auch noch kombinieren, indem man hier einfach noch Erze einblendet, also Eisenerze zum Beispiel. Na, wo haben wir es? So, und dann kann man eben gucken, ob man nicht da auch noch einen anderen Kurs machen kann, wo man direkt noch Eisen mitsammeln kann. Könnt ihr so ein bisschen probieren. Und ja, je nach Tageszeit geht es natürlich auch besser oder eben schlechter. Und wenn ihr natürlich noch zusätzlich ein paar Essenzen sammeln wollt, könnt ihr natürlich die entsprechenden Filter hier auch noch anmachen. Ja, ihr könnt natürlich auch einfach alles markieren machen. Und dann würdet ihr auch sehen, wo ihr noch zusätzlich Essenzen sammeln könnt, die ihr natürlich auch noch braucht zum Schleifen. Aber ich finde, die kommen meistens nicht so häufig in den Gebirgen vor, wo auch das Erz ist. Das heißt, da macht es eher Sinn, dass man die vor allem mitsammelt, wenn man ja auf Suche nach zum Beispiel nach Hanf ist, irgendwie hier im Windkreis hier unten. Aber es ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch für ein paar bestimmte Quellen ein paar Hotspots, aber das würde den ganzen Guide jetzt noch so ein bisschen sprengen und zu komplex machen. Wenn ihr einfach die Augen ein bisschen aufhaltet, wenn ihr durch die Gegend lauft, werdet ihr hier und da mal ein paar Partikel finden und die sollten eigentlich im Schnitt reichen, denn in der Regel sind eher die Edelsteine die Mangelware. Und wenn ihr von eurer Farmroute zu Hause angekommen seid, dann könnt ihr das Ganze natürlich einschmelzen. Das macht ihr auch natürlich einfach am Schmelzofen und dort könnt ihr erstmal alle Silberbahnen einschmelzen. Da ist schon eine ganze Menge, die dabei zusammenkommt. Auch solltet ihr den Skill der haben, veredelt die vielleicht noch nicht direkt zu Gold, denn auch wie bei allen anderen Veredelungssachen in New World ist es so, für höhere Ränge von den Materialien, wie in dem Fall Goldbarren, braucht man auch das Vorgängermodell sozusagen von der Ressource. In dem Fall 2 Silberbahnen, also zu 5 Golderz kommen 2 Silberbahnen hinzu, plus diese Salze hier, diese Schmelzsalze. Und dann könntet ihr Goldbarren eben herstellen. Ich mache mal nur ein paar für mich, dann kann ich euch gleich noch was zeigen. Wenn ihr dann wieder zurück seid an der Werkbank,
Dann könnt ihr natürlich auch erstmal eine größere Masse an den verschiedenen Sachen herstellen. Bedenkt nur Folgendes, ihr braucht immer, um einen Edelstein einzufassen, natürlich eine Fassung, die ein bisschen weniger Punkte gibt. Das heißt, für jede einzelne Halskette sozusagen oder für jeden einzelnen Ring braucht ihr auf jeden Fall eine Fassung. Und ansonsten ist es unterschiedlich, was ihr eben herstellen wollt. Ein Silberband braucht ihr für einen Ring, einen Haken braucht ihr für Ohrringe, die ihr erst wesentlich später herstellen könnt. Ich glaube, erst mit Rang 100 könnt ihr die herstellen. Die werden auch erstmal sehr beliebt sein, zumindest noch zur Zeit. Weil am Anfang hat man irgendwann einen Ohrring-Slot freigeschaltet vom Charakter, hat aber von der Quest oder so noch keinen Ohrring bekommen. Zumindest zur Zeit laufen die Ohrringe ziemlich heiß im Markt, aber die sind auch schon ein bisschen hochwertiger, die gerade hergestellt worden sind. Ansonsten noch die Silberkette eben für eine Kette, wie ihr es gedacht. Und ja, könnt ihr euch ein bisschen herstellen. Und dann geht ihr nach oben und craftet hier einmal so viel ihr könnt. Ne, am Anfang, es hat noch keine Bedeutung, dass ihr irgendein anderes Metall nimmt, weil hier könnte man eben auch unser Metall erhöhen. Wir können hier auf Goldbahn zum Beispiel gehen und dann sieht man eben, unsere möglichen Rüstwerte erhöhen sich. Ne? Also das Item wird besser. Das ist hinterher wichtig, wenn ihr wirklich ein tolles Item, ein gutes Item herstellen wollt, zum selber anlegen oder eben zum Verkaufen, zum Skillen. Ne? Könnt ihr mal ausprobieren. Hier ändert sich nichts. Also auch wenn ihr das herstellen würdet, jetzt mit Goldbahn, also mit teuren Ressourcen, ihr kriegt trotzdem 192 Juwelenschleifen-Skillpunkte und nicht mehr. Also einfach das mit Silber erstmal machen, wo ich auf Maximum herstellen. So, und dann craftet er jetzt eben eine Weile. Es klingt halt je nach Skill ein bisschen hoch. Man kann natürlich überlegen, die Sachen zu verkaufen, aber da es ja jeder skillt, wird das ein Dach und ein bisschen den Rahmen sprengen. Was hier viel besser ist, ihr macht direkt nach dem Craften hier, klickt ihr auf Zerlegen, könnt ihr mit Enter am besten bestätigen, dann müsst ihr nicht immer mit dem Mausgerüst hier draufklicken. Und da macht ihr es kaputt, denn hier kommt auch nochmal die Meldung, durch das Zerlegen dieses Gegenstands erhältst du ein bis zwei Silberbarren und zwei Ersatzteile, also die Sachen zum Reparieren. Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, den eingesetzten Edelstein zurückzuerhalten. Das heißt, mit ein bisschen Glück haben wir den Edelstein wieder und können halt wieder was craften. Das Ganze könnt ihr so lange machen, ja, bis ihr keine Materialien mehr habt, aber in der Regel habt ihr meistens mehr Silber übrig als die Edelsteine. Ihr könnt auch mal gucken, was bei euch in den Märkten ungeschliffene Edelsteine kosten, falls sie verkauft werden. Und ja, könnt dann hier einfach weiter und weiter craften, bis er über Skill 50 kommt. Denn ab Skill 50 werden schon die Ringe freigeschaltet. Und da braucht ihr aber auch schon die höheren Edelsteine. Aber da gibt dann auch ein Ring 672 Juwelenschleiferei. In dem Fall ja, ist natürlich das Gold hier reingerutscht, weil ich noch ein Goldband habe. Aber wie gesagt, ne, das hat keinen Einfluss auf die Skillpunkte, die ihr bekommt. Die bleiben eben gleich. Die höheren Edelsteine, wie gesagt, könnt ihr, indem ihr drei minderwertige sozusagen bei der Bergbaukunst sozusagen zusammen verschmelzt, könnt ihr die eben rausbekommen, könnte lohnenswert sein, weil man kriegt dann schon ein paar Skillpunkte mehr. Ringe sind, denke ich mal, auch ein bisschen begehrter, aber wie gesagt, ihr craftet ja am Anfang erstmal mit Silber. Ihr könnt irgendwann bei einem höheren Skill entscheiden, wenn ihr möglich hohe Rüstwerte habt, ein gutes Item zu schmieden oder besser gesagt zu schleifen. Und da gibt ihr dann halt die besten Materialien rein, würdet ihr als alles aus Gold verwenden. Ihr könnt dann hier noch einen Effekt sogar auswählen. Das sind eben Items, die droppen überall auf der Welt, bei verschiedenen Quellen. Zum Beispiel Weichholz, Baumharz droppt zum Beispiel beim Baumfällen. Das würde dann Attribut, Konzentration und Schick geben, wenn man das einmal verwenden würde. Das ist dann auf jeden Fall drauf. Und ansonsten hat der Edelstein den Effekt sozusagen, den der Stein gibt. In dem Fall 2,5% Absorption von Naturschaden. Und wir können auch noch Azot hinzufügen, wenn es sich um einen höheren Edelstein handelt, der noch hier weiter hochskalieren kann, also der hier noch Chancen auf was hat, dann kann man diese Chance sozusagen erhöhen, dass es ein gutes Item hinterher wird. Aber hier haben wir jetzt zum Beispiel aktuell eine Spannweite von einem Item-Level, also von einem Rüstwert von 295 bis 310. Von den Werten her interessant wird es erst ab Skill über 100, denn da haben wir dann noch einen weiteren Effekt drauf oder eine Chance auf einen weiteren Effekt, wie ich gesagt habe. Also die Teile können dann auch sozusagen blau werden. Die brauchen aber auch schon einen ja, T4-Edelstein, um sie herzustellen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch soweit helfen bei dem kleinen Edelstein- oder Juwelenschleifen-Guide. Ich habe den bewusst jetzt erstmal als erstes gemacht zu den einzelnen Berufsguide, weil es kam schon auf die Frage, wie geht das eigentlich? Wo startet man den oder wo macht man den Beruf? Denn ich glaube, die meisten, die erwarten so eine Art Juwelenstein-Schleiftisch. Denn ja, eigentlich bräuchte man sowas. Ist auch ein bisschen komisch, dass er hier auf der Rüstbank ist und dass man die Steine halt beim Steinmetz machen muss. Und dass das gar nicht zu Juwelenschleifen zählt. Kann ich nicht so ganz verstehen. Fände ich cooler, wenn man auch schon da Skillpunkte für Juwelenschleifen
bekommen kann, denn wir schleifen ja Juwelen. Also, naja, könnt ihr selber mal überlegen, was da so an der Sache dran sein könnte. Aber keine Ahnung, ist halt die Entscheidung. Vom Entwickler wird schon seine Gründe haben. Ich kann nur sagen, vergesst den Beruf nicht, denn ihr könnt ab einem gewissen Skill von über 100, könnt ihr eigentlich, wenn ihr einfach mal im Markt reinschaut, ziemlich gute Sachen machen. Die Leute werden hinter den Ohrringen vor allem hinterher sein, denn oftmals erreicht man das Level, wo man Ohrring tragen kann und man hat aber noch keinen Ohrring von der Quest bekommen. Man muss ein bisschen rumquesten, um vielleicht einen zu bekommen und vielleicht stimmt er dann von den Werten her nicht. Auch da könnt ihr den einen oder anderen Taler sicherlich verdienen. Wenn ihr noch Fragen habt, ab damit in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, ein Like würde mich freuen und dann gibt es natürlich auch in Zukunft weiterhin viele kleine Guides. Ich versuche mal ein bisschen kürzer immer zu kommen mit den Guides, damit ihr schnell ein paar Informationen bekommt. Vielleicht erweiterte Guides kann ich mir dann so für die Zukunft noch aufbewahren, wenn ich dann mal den Max-Skill erreicht habe und dann natürlich noch weitere Erfahrungen gemacht habe. Ich bin ja auch mit gerade mal so auf Halbzeit. Die meisten Skills gehen so auf die Skill 100 zu, manche sind knapp über 100. Also ich habe da noch viel vor mir. Ich denke mal, ihr auch. In dem Sinne, macht auch mal fröhlich weiter und wir sehen uns dann im nächsten Video, hoffe ich doch mal.